Kannst du mir sagen, was mit der Seele des Muslims passiert, wenn er stirbt? Sehr gerne gehe ich auf diese Frage ein. Wenn der rechtschaffene Muslim gestorben ist, übernehmen die Engel der Gnade diese Seele. Sie sagen lobende Worte zu dieser Seele und steigen mit ihr in die Himmel herauf. Zunächst in den ersten Himmel, dann in den zweiten Himmel, bis sie im siebten Himmel ankommen. Und dort wird die Seele dieses Muslims eingetragen und es wird ausgerufen, dass Fulan, der Sohn von Fulan, verstorben ist. Und dann kommen die Seelen der verstorbenen Muslime, die sich dort aufhalten und diese Muslim zu Lebzeiten gekannt haben und treffen auf diese Seele und sprechen mit dieser Seele und tauschen sich aus, bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Körper von diesem Toten zu Grabe getragen wird. Dann kehrt die Seele wieder auf die Erde zurück und befindet sich über diesem Toten, bis dieser begraben wird. Und dann kehrt die Seele wieder in den Körper zurück. Und dieser Muslim ist dann bei vollem Bewusstsein, bei vollem Verstand. Er sieht, er hört und er spürt und wird dann von den Engeln Munkar und Nakir gefragt. Und da es sich um einen rechtschaffenen Muslim handelt, wird er im Grab belohnt, bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Körper verwest ist. Und hier ist zu erwähnen, dass die Körper der Propheten und einiger Heiligen nicht verwesen. Und wenn der Körper verwest ist, steigt die Seele wieder in den Himmel und wird dort weiter belohnt bis zum Tag der Abrechnung, bis zum Tag des jüngsten Gerichts. Und hier ist auch zu erwähnen, dass einige Menschen im Grab bestraft werden, unter anderem großsündige Muslime, denen Allah nicht vergeben hat und die ohne Reue gestorben sind. Diese werden für eine bestimmte Zeit lang im Grab bestraft. Und natürlich auch die Seelen der ungerechten, der nichtgläubigen Personen, die nicht geglaubt haben. Diese werden sowohl im Grab bestraft, als auch an einem Ort namens Sijin, welcher der Vorort der Hölle ist und sich in der siebten Erde befindet. Denn wenn die nichtgläubige Person gestorben ist, übernehmen die Engel der Bestrafung diese Seele und bestrafen diese Seele und gehen mit ihr an diesem Vorort der Hölle hin. Und dort wird diese Seele von dieser nichtgläubigen Person ebenfalls eingetragen. Und wenn diese Person zu Grabe getragen wird, kehrt die Seele ebenfalls wieder auf die Erde zurück, befindet sich in der Nähe von dem Körper. Und nach Beerdigung dieser Person kehrt die Seele in den Körper zurück, wird in ihrem Grab bestraft, bis der Körper verwest und wird dann wieder an den Vorort der Hölle gebracht, wo sie zwischen zwei Felsen eingeklemmt wird bis zum Tag des jüngsten Gerichts, dem Tag der Abrechnung. Wenn du mehr über dieses Thema wissen möchtest, dann stell deine Frage gerne in den Kommentaren und komme zu unseren Live-Unterrichten, damit du mehr über dieses Thema lernst. Bleibe standhaft